Heute sind wir im Rahmen des Projekts Anbauen, Abbauen, regionale Baustoffe für eine nachhaltige Bauweise mit dem Zentrum für Baukultur Sachsen unterwegs. Unsere erste Station ist Nieski, wo es um Fertigteilholzbauweisen geht. Anschließend besuchen wir das Granitabbaumuseum in Königshain. Ein Thema, das wunderbar zu Limona passt. Wir sind gespannt. Wir sind jetzt hier, also herzlich willkommen in Nieski, in diesem kleinen Ort. Mit allen Ortsteilen haben wir 10.000 Einwohner. Nieski ist eine Gründung der Herrnhuter Brüdergemeinde, 1742 gegründet. Und in den 1920er, 30er Jahren war Nieski die Stadt europaweit die führende Stadt für industriell vorgefertigte Holzbauten. Von hier aus gingen also Fertigteilhäuser, die man zu Hause im Wohnzimmer, Sessel per Katalog bestellen konnte, in die ganze Welt. Konrad Wachsmann, er ist später als Pionier des industriellen Bauens in die Architekturgeschichte eingegangen. Und dieses Gebäude ist das erste eigene Werk, was Konrad Wachsmann hier mit 26 Jahren projektiert hat. Es ist das Haus für einen Direktor der Firma Christoph und Unmark. Kam jetzt also nach Nieski zu der Firma Christoph und Unmark und sah hier in den Werkhallen Maschinen arbeiten, die Häuser herstellten. Das war für ihn so das Schlüsselerlebnis. Er sagte dann später, er hat hier in diesem kleinen Ort mitten in der Provinz so für sich den ersten Weg zur Industrialisierung im Bauen entdeckt. Hier warf man schon 1919 nach der Wohnungsnot, nach dem Ersten Weltkrieg, sind da große Siedlungen gebaut worden und innerhalb von 10 Tagen bezugsfertig. Gewirkt Wachsmann, also war fasziniert von der Bauweise von Christoph und Unmark, hat hier so nach eigenen Angaben auch nächtelang experimentiert mit den Holzbaumodulen. Er hat vor allen Dingen die Moderne hier in den Holzbau gebracht. Zum Ende des ersten Teils ein paar Eindrücke aus dem Nieskier Ortsteil Neuödernitz, beginnend mit der katholischen Kirche St. Josef, die 1935 in Fachwerk-Skelettbauweise errichtet wurde. Zum Abschluss gehen wir durch die ab 1918 entstandene denkmalgeschützte Holzbausiedlung. Im Inneren ja für eine katholische Kirche sehr schlicht gehalten. Nieske wird es aber jetzt nicht schockiert haben, denn die Kirche der Herrnhuter ist ja auch ganz in Weiß gehalten. Das ist so ein bisschen mein Lieblingshaus, noch mein Vorzeigehaus, hier das Recht, das einzige, wo noch die originalen Fenster drin sind.